nur mal zur Information. So. Du bist soweit? Ich bin soweit, ja. Komm, setz dich einmal drüben gemütlich hin. Lackierst du dir nicht sonst auch die Fingernägel, Dave? Nee, überhaupt gar nicht. Also, gar nicht? Das ist jetzt das erste Mal, Premiere. Das erste Mal? Ja. Aber Atze hat es wunderschön gemacht, insofern. Ja. Okay. Obwohl ich Kylie ja lieber gehabt hätte dafür, aber. Darf ich Nagel anpassen? Nummer zwei. Ja, klar, ich fürchte, da werden wir nacharbeiten müssen. Atze, warst du das? Hast du das lackiert? Ja, ich habe mir halt vorgestellt, ich lackiere. Ja. Ich war auch ganz überrascht. Okay, komm, lass dich konzentrieren. Ja. Aber wenn es nicht geht, müssen wir nochmal lackieren. Also es geht ganz klar in die Grünrichtung. Das kann man erkennen. Moment. Oder? Ja, doch, doch, ja. Auf alle Fälle. Atze, da fällt dir ein Stein vom Herzen. Geht in die Neon-Richtung und da wird es jetzt dann, da haben wir ein paar mehr dabei, die in diese Richtung gehen. Der wird, wenn er trocknet, wird er etwas matt. Also er ist nicht mehr richtig glänzend. Da gibt es auch wieder zwei zur Auswahl. Einen, der mehr matt wird als der andere. Deswegen rede ich ein bisschen länger, dass ich mehr Zeit habe, damit es trocknet. Lass mir Zeit, das sind schöne warme Hände. Das ist sehr entspannt. Okay. Ich würde jetzt, muss ich noch mal ins Licht drehen. Aber er wird nicht ganz matt. Also es ist noch ein, ich habe zwei zur Auswahl. Also der eine ist Kiwi Cool Ada von China Glaze und der andere wäre Lime So Fine von Booty Babe. Ja, aber... Aber ein faires Publikum. Muss man sagen, in Bremen. Das Bremer Publikum ist ein verdammt faires Publikum. Aber jetzt wird es mit der Zeit, jetzt ist ganz klar. Also er ist jetzt in der Mitte durchgetrocknet. Ich sehe das genauso. Also er ist jetzt, hier glänzt nichts mehr. Also hier ist jetzt matt. Wenn ich jetzt meinen daneben halte, da sieht man Glanz. Bei ihm sieht man keinen Glanz mehr. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das Vor allem ist... bei mir läuft die Soße da rein, kriege ich die wieder raus? Ja, natürlich, mit Nagellackentferner. Ja, gut. Also? Kiwi Cool Ada von China Glaze. Ja! Dankeschön. Bitteschön. Und ich bin froh... Wow. Das wäre teuer geworden, wenn wir diesen Daumen auch noch gebrochen oder ramponiert hätten. Nein, ich war ganz vorsichtig. Ja, ja, alles gut. Du machst das toll, Andi. Passend zum Anzug? Ja, Oliver meiner Welke. Ist gar nicht lackiert, den habe ich in die Tür gekriegt. Darf ich anfassen? Ja, natürlich. Aber wieder grün, aber ein ganz dunkles Grün. So sehe ich das auch. Kommen wieder zwei zur Auswahl. Ich sage jetzt erstmal den, der es nicht ist. Wobei jetzt im Licht, wenn ich ihn so... Der ist nämlich hier am Rand, sieht man in dem Grün, dass er ein bisschen schwarz wird. Und deswegen, wobei es könnte auch ein ganz anderer sein. Nee, aber müsste, doch. Das ist, Moment. Emerald Black von Models Own. Wow. Einer noch. Angie, nur noch einer. Einer noch. Und jetzt Tom Hanks. Einer fehlt noch von 230 verschiedenen. Well, I feel that I'm, can I, since I'm getting my nails done, can I gossip about my neighbors? Kann ich da auch was über meine Nachbarn erzählen, wenn meine Nägel gemacht werden? Nicht? Die sind so total faul die ganze Nacht, spielen sie über die Musik ganz laut, ich will sie anrufen, die Musik wird immer höher und dann habe ich meinen Hund rausgelassen und der bellt und bellt und bellt für die Tür, aber die Musik hört nicht aus. Und was ist Ihr Problem? War ein bisschen schnell. Ah. Okay. Also in dem Fall handelt es sich um einen Klarlack mit Schimmerpartikeln drin. Steht dem aber, muss man sagen. Ja, sieht fantastisch aus. Es ist so, dass es die Schimmerpartikel in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben gibt. Da sind jetzt die kleinen drin.
Und es sind eckige und runde drin und ein paar achteckige. Wenn es die kleinen sind, dann ist es Trust Found Baby von Spoiled. Ja, bitte gewonnen. Herzlichen Dankeschön. Dank. Also komm raus, mach's dir gemütlich. Dankeschön. Oh. Ganz großartige Wette. Dankeschön. Halle Berry freut sich, Wette gewonnen. Oliver, tut mir leid. Hätten Sie es gemacht, hätten Sie ihn geküsst? Als wenn das jetzt so eine Strafe wäre. Also. Nein. Die Frau ist um eine traumhafte Erfahrung betrogen worden. Entschuldige mal bitte. Also, Wette gewonnen. Und wir freuen uns jetzt auf einen großartigen Entertainer. Ich sage einfach nur Candy. Ich sage Robbie Williams. Herzlich willkommen.